Vorgestellt, Trainworld, Vorschau Nummer 2. Wir gehen ins Tutorial und Schienentypen und Farbkodierung. Das werden wir uns noch im Logo mal angucken, ne? So, Schienentypen und Farbkodierung. Willkommen im Tutorial Schienentypen und Farbkodierung. Hier erhalten Sie mehr über die verschiedenen Schienenbrücken und Tunneltypen. Dann schauen wir doch mal rein, was da gibt. Okay, das Panel Schienen enthält alle Werkzeuge, die Sie zu belegen, bearbeiten von Gleisen mit. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche Schienen, um Schienenfenster zu öffnen. Da. Dann haben wir das Schienenfenster. Kann ich leider nicht verschieben. In der Train World passiert das Spiel immer, wenn Schienenbahn Gebäude baut oder Signale platziert. Schauen Sie wie und Entwicklung Tools an. Mit dem Single Track Tool können Sie einzelne Gleise pflegen, Knotenpunkte verbinden und verschiedene Schienenkonfigurationen erstellen. Bearbeitungswerkzeug. Mit diesem Werkzeug können Sie vorhandene Gleise ändern, zum Beispiel Schienentypen ändern, Elektrifizierung hinzufügen oder entfernen, auf Hochgeschwindigkeitsschienen umrüsten und Brücken- und Tunneltypen ändern. Doppelgleiswerkzeug. Mit diesem Werkzeug können Sie zwei Parallelgleise gleichzeitig verlegen, dann ideal für die Bidirektion der Eisenbahn. Wo sind wir jetzt? Im Laufe des Spiels verbessern sich Ihre Schienenoptionen automatisch mit jeder Epochenwechsel. Mit jeder neuen Ära werden Ihre Schienen modernisiert, um höhere Höchstgeschwindigkeit zu unterstützen und so die Effizienz Ihres Netzwerks zu steigern. Okay, durch Forschung können Sie neue Arten von Brücken und Tunnel freischalten, die eine verbesserte Funktionalität und ein besseres Design bieten. Außerdem können Sie Elektrifizierungsoptionen, Optionen für Höchstgeschwindigkeitszüge freischalten. Okay. Die Elektrifizierung ermöglicht den Einsatz von Elektrolokomotiven. Sie ist eine kostspielige Investition. Ein Spieler sollte mit Bedacht entscheiden, wo er seine einsetzen möchte. Elektrolokomotiven sind auch schnell, leistungsstark und kostengünstig im Betrieb. Die letzte Option ist eine Höchstgeschwindigkeitsstrecke. Dadurch können Züge erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen. Dies kann bei Steigung der Passagierzusatz sehr nützlich sein. Gut, Brücken sind wichtige Komponenten Ihres Schienennetzes und ermöglichen Züge in der Nähe für Flüsse, Täler und andere gleich zu überqueren. Als nächstes Jahr alles klar. Oh, da haben wir schon eine Brücke. Die Holzbrücke sind von Anfang an verfügbar, haben geringe Kosten, erhebliche Auswirkungen. Ja, okay, Geschwindigkeit ist klar. Dann haben wir hier eine Steinbrücke, Ziegelbrücke, werden in der Ära zu moderaten Kosten freigeschaltet. Eisenbahnbrücken werden in der zweiten Ära freigeschaltet. Okay. Eisenbrücken, nicht Eisenbahn, Eisenbrücken. Okay, die Ständerung ist auf Eisen. Alles klar. Und dann haben wir Betonbrücken, ist auch klar. Dann haben wir Stahlbrücken. Stahl. Eisen war das da hinten und das hier ist Stahl, okay? Ist klar, dass dies die teuersten Brücken sind. Aha, 160, das ist auch 160. Ich kann aber hier nichts bewegen, oder? Nö. Gut. Tunnel, zwei Tunneltypen, Ziegel und Beton. Gut. Keine Ahnung, welche von beiden das jetzt gerade ist. Ja, das sieht nach Beton aus und das sieht dann wohl nach Ziegel aus. Es ist wichtig zu verstehen, wie unterschiedliche Schienentypen in der Kartenansicht visuell dargestellt werden. Jeder Schienentyp ist farblich gekennzeichnet, sodass Sie Ihre Gleise leicht identifizieren verwalten können. Okay. Ah, das kann man jetzt aber richtig schlecht sehen. Ne? Die braune Farbe stellt den regulären Standardschienentypen ohne Modernisierung oder Elektrifizierung dar. Das ist grün. Die grüne Farbe stellt die Schiene mit Elektrifizierung dar, die den Bereich Betrieb von Elektromotoren auf diesem Gleis ermöglicht. Aha, Grund, das ist nochmal stinknormales Holzbett, sage ich mal, mit Dampf oder Diesel vielleicht. Hier haben wir dann elektrische, die grün sind. Dann kommt die blaue Hochgeschwindigkeitsstrecke, okay. Ist aber nicht elektrifiziert, okay. Und dann ist hier wahrscheinlich, welche Farbe soll das sein? Lila? Magentafarbenschiene ist eine Hochgeschwindigkeit mit Elektrifizierung. Okay, dann haben wir hier, wenn Sie ein gelbes Symbol sehen, bedeutet dies das Ende eines Gleisabschnitts. Ja, das haben wir gedacht. Alles, ja. Okay, da kann man dann sehen, dass man was falsch gebaut hat, sozusagen. Okay, das ist dann schon geklärt. Haben wir schon wieder ein Tutorial mehr geschafft. Aber das war nicht alles. Schnelle und FDP Schienenverlegung. Gucken wir uns die noch gerade schnell an. Lass uns ein paar Schienen bauen. Klicke auf den Schaltfläche Rails. Das machen wir. Und dann machen wir da. Okay. Easy going. Ah, dann kann ich es erfolgreich abschließen. Aha, hier kann ich dann mit irgendwas weitermachen.
Zögern zeigt an, ist nichts mit Neues verbunden. Das ist wohl dieses hier und dieses hier, ne? Dunkles Zögern zeigt an, dass neue Schienenende mit dem Ende einer vorhandenen Schiene verbunden ist. Diese Farbe bedeutet, dass der. Okay. Das ist dann verbunden. Ah, wenn dunkel, wenn blau ist, dann ist es zwischen zwei vorhanden entschieden. Ah, und wenn es blau, rot ist, magenta ist, dann ist es daneben angebaut. Und wenn es dunkelrot ist, dann ist es, oder dunkel magenta ist, dann ist es verbunden. Schauen wir uns nun die Optimierung des Höhenbearbeitung an. Im Moment befinden wir uns im Automodus, der durch den Buchstaben A auf der Taste gekennzeichnet ist. Ist das hier A, okay. Okay, jetzt habe ich S. Ah, dann kann ich die Neigung verändern, hier wahrscheinlich mit, ne? Ah, da kann ich Gefälle machen und so. Den Hebel. Okay, dann kann ich es hoch und runter machen, ist klar. Und dann ist wieder Automatik. Ah ne, das ist H, okay. Okay, perfekte horizontale Schienen herstellen. Okay. Ja, dann wird die ganze Schiene höher gesetzt, okay. Ah, bis zur Brücke. Ah, dann können wir die Brücke bauen. Alles klar. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie vorhandene Schienen aktualisieren. Bearbeiten. Und Brücke. Betonbrücke. Da wir auch hier elektrische Lokomotive einsetzen möchten, klicken Sie auf der Option Elektrifizierung. Wählen Sie außerdem die Option Hochgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit oder Hochgeschwindigkeit. Bewegen Sie den Mauszeiger einfach über die Schienen, die Sie sehen. Gelb werden. Schließlich lernen wir, wie man schnell Schienen baut. Okay, das war's schon. Legen Sie den Cursor auf dem vorderen Bereich, wo das Ende sein soll. Gut, Sie müssen nicht mit der Maustaste klicken, um das Ende der Schiene zu platzieren. Drücken Sie einfach die Leertaste. Aha, jetzt soll ich dahin machen. Okay, wie Sie gesehen, wurde ein neues Segment zum Vorgang hinzugefügt. Benutzen Sie nur die D-Taste oder die rechte Cursor-Taste, um die Kamera mit dem Cursor etwas nach rechts zu schieben. Gemacht und jetzt? Okay, ich kann jetzt aber nicht mehr bewegen. Gut, haben wir das? Drücken Sie nur die Taste C, um die Konstruktion abzubrechen. Zusammenfassungsprozent seiner Schienensegment. Drücken Sie dann die Leertaste, um es zu erstellen. Bewegen Sie den. Okay, so kann ich mit Kamera und dann weiter, ist klar, und C ist dann fertig. Üben Sie so viel Sie möchten und wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Weiter. Kann ich keine Brücken bauen? Wohl nicht.
Naja, weiter. Zum Abschluss dieses Abschnitts. Okay, dann haben Sie wesentlich weniger Einwirkungen schon mal lernen. Ja, werde ich lernen mit der Zeit. Gut. Zweites Tutorial auch durch. Eins geht noch. Station Depot Meisterschaften. Stations- und Depotmeisterschaft, was heißt das? Okay, gucken wir uns an, wie man Bahnhöfe baut. Um einen Trennwald Fracht zu liefern, muss der Spieler Bahnhöfe bauen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Station. Können Sie einen Bahnhofstyp auswählen? Okay, wir verfügen über sechs Bahnhofstypen. Die sind hier. Passagiergüter und vier Spezialisierungen. Hier sehen wir einen Personenbahnhof mit maximaler Terminalanzahl. Um die Aktualisierung vom Wegpunkt zu erleichtern, sind die Terminals nummeriert. Sehe ich jetzt zwar hier nicht, aber ist wohl so. Ah, jetzt sind sie 1, 2, 3, 4. Das ist einer meiner Güterbahnhof. Er kann alle Frachtarten verarbeiten und für bis zu vier Terminals verfügbar. Okay. Es wird empfohlen, allgemeine Güterbahnhöfe in ihren Hauptstädten zu nutzen, die Einmalverträge in der Hauptstadt geliefert werden. Diese vier Stationen sind an bestimmten Frachtarten spezialisiert. Diese Stationen sind günstiger und kleiner. Okay. Klicken Sie auf den hervorgehobenen Bahnhofstyp, um weitere Informationen von Bahnhofsfrachtdienst zu erhalten. Wagentyp. Lass uns neben diesem Dorf einen Bahnhof bauen. Dieses Dorf hat keinen Namen, es produziert weder Fracht noch Passagier, aber dieses Dorf kann als Güterverkehrsknoten und unser Schienennetz dienen. Okay. Das heißt, wir bauen den hier. Klicken Sie nun in den vorgehobenen Bereich, um die Station zu platzieren. Wo ist denn der? Ach, da. Um die Station zu drehen, halten Sie die Steuerungstaste gedrückt. Okay. Okay, dann kann ich langsamer scrollen. Weiteres Terminal hinzufügen. Okay. Wir können die Richtung der Einbahnschiene für die Güterbahnhöfe ändern. Klicken Sie auf das Ende der Schienen. Okay, eine hin, eine her. Elektrifizierung. Okay, ist dann fertig, oder? Jetzt bestätigen wir Konstruktion und fertig. Okay, fertig ans Schienennetz. Wir haben einen Bahnhof, der ausgebaut werden muss. Wir haben ein neues Nachbarregion und der Verkehr wird zunehmend. Lassen uns den Bahnhof erweitern. Bahnhofstation. Bearbeiten. Dann auf den Bahnhof klicken. Zwei neue Terminals hinzufügen. Ist das hier bestätigen oder Leertaste? Machen wir mal Leertaste. Der Ausbau ist geschafft. Wir haben mehr Platz für mehr Züge. Beachten Sie, dass die Schütze immer noch nicht erweitert werden kann. Okay. Die Brust werden zum Starten und Fernen von Zügen verwendet. Sie können überall auf der Karte platziert werden und sind nicht in den Städten oder Dörfern gebunden. Wir haben jetzt das Depotmenü. Haben wir zwei Arten von Depots. Bei dem einen handelt es sich um einen Garagentyp, bei dem die Züge des Büros halbe Seite verlassen und betreten, und bei dem anderen handelt es sich um einen Tunneltyp mit einem Einbahnschiene. Okay. Den sind nur auf einem markierten Bereich. Drehen. Also wieder. Weiter. Da können wir auch die Richtung ändern, ist klar. Haben wir bestätigt. Okay, Depot ist egal. Okay, klar. Jetzt sind Sie bereit, Bahnhöfe und Depots wie ein Profi in Trainworld zu bauen und zu verbessern. Nutzen Sie diesen Tipp, um Ihr Schienennetz zu optimieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Auch sehr schön. Haben wir geschafft. So, Tutorial, was haben wir noch? Züge bauen und optimieren. Komm, eins machen wir noch.
Personenzüge, Güterzüge ist klar. Kann man nicht mischen, schade. Ah, die Länge des Bahnhofs ist da begrenzt, ne? Der Zug. Aha. Lok muss immer so schnell sein wie der Zug. Hier geht es um die Leistung, okay? Züge erstellen, Personenzug erstellen, eine Lok suchen. Soll ich diesen Zug auswählen? Plus, jetzt ist der da unten. Waggon Passagiere. Plus, plus, plus. Ah, jetzt ist genug. Okay, jetzt haben wir die Änderung erledigt. Toll, dass du einen Person zusammengestellt hast. Der ist jetzt da. Güterzug werden auf ähnliche Weise zusammengestellt, bearbeiten wir bestehende Züge. 23. Zug bearbeiten. Alten Waggons. Das ist der neue Typ. Okay, 10 hinzufügen. Okay. Gut, das sind jetzt 20. Okay. Sie können die Schaltfläche in der Tafel verwenden, aktivieren Sie, um eine Fernbedienung zu speichern, statt sie zu verkaufen. Okay. Gut. Beim Zusammenstellen eines Zuges wird möglicherweise eine Warnung erzählt, dass die Anzahl der Waggons niedrig ist. Dies weist darauf hin, dass die Lokomotive nicht effizient genutzt wird. Okay. In solchen Fällen ist es besser, entweder auf eine leistungsschwächere Lokomotive umzusteigen oder die Anzahl der Waggons im Zug zu erhöhen und darauf zu achten, dass diese voll beladen sind. Okay. Okay, ist klar, dass da bessere Gewinne kommen. Ersetzungstool, das ist da. Hier haben Sie zwei Abschnitte auf der linken Seite. Befindet sich eine Liste der Waggons, Lokomotiven, Zuggarnituren, die den Zügen zugeordnet werden. Okay. Rechts finden Sie eine Liste neuer Waggons, Lokomotiven, Zuggarnituren, die Sie verwenden können. Okay. Das ist das, was ich habe. Das ist das, was ich kaufen kann. Dort unten befindet sich eine Grafik, die die Altersverteilung für ausgewählte Lokomotiven anzeigt. Okay. Unterhalb der Grafik gibt es eine Reihe von Tools zur Auswahl und zersetzenden Einheiten. Lassen Sie uns einige Lokomotive austauschen, um zu sehen, wie das Tool funktioniert. Klicken Sie in der Liste links auf die Lokomotive RS1. Gut, wählen Sie nun die VO1000 aus der Liste rechts aus. Wir können, ja, machen wir mal. Okay, und dann wird das getauscht. Sehr schön. Aha. Inventar ist da. Hier ist die Liste der gespeicherten Einheiten rechts. Oder ist es diese? Gute Frage, ne? Jetzt haben Sie eine Grafik mit der Altersverteilung der Lokomotiven. Das ist hier. Nachfragen finden Sie ein Tool, mit dem Sie unerwünschte Einheiten verkaufen können. Gut. Ökonomie-Panel ist da. Ah, hier kann man diesen Zug haben und dann sieht man das, was der hat oder was. Ah, rot ist eine schlechte Leistung, also 23er ist schon mal schlecht. Schauen wir uns einen dieser Züge an und sehen, wie wir. Okay, das ist der da. Hier sind wir in der Grafik Auslastung. Der Prozentsatz, der über den Verbrachte im Verhältnis zu Zugkapazität ist in den letzten paar Hin- und Rückfahrten gesunken. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Wartezeit für den Zug so anzupassen, dass bei vielen Vorstellungen mehr Fracht erzeugt wird. Okay. Schauen wir uns einen anderen Zug an, der die Wartezeit verlängert hat, während Sie den markierten Zug. Grafik.
Wartezeit. Aha. Mit dem Connect-Panel können Sie schnell Züge ändern, wenn sie nicht gut funktionieren und Probleme mit. Ja, okay. Bewerten Sie Ihre Züge regelmäßig, nutzen Sie die richtigen Upgrades und analysieren Sie Leistungsdaten. Sie jetzt schon, dass Ihr Fahr reibungslos funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, das haben wir auch geschafft. Wunderbar. Hab da wieder ein paar Tutorials jetzt gesehen. Wir gehen nochmal hier gerade rein und ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben jetzt 2, 4 geschafft, also werden wir wahrscheinlich nochmal zweimal machen müssen, ne? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit das nächste Video hoch. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.